Ja, zu guter Letzt kommen wir zu unserer neuen Was-Ist-Reihe. Hier erklären wir euch regelmäßig kurz und knapp aktuelle Themen. Heute widmen wir uns der wieder bevorstehenden Zeitumstellung auf die Sommerzeit. Weitere wissenswerte Infos zu diesem Thema erhaltet ihr jetzt von Felix Lösch. Was ist? Heute Zeitverschiebung. Wann wird die Zeit umgestellt? In 2 Wochen wird die Sommerzeit wieder eingeführt und das bedeutet, die Uhren werden in der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr um 1 Stunde vorgestellt. Also wird unsere Nacht 1 Stunde kürzer. Gibt es auch eine Regel hinter der Zeitumstellung? Ja, die gibt es. Die Sommerzeit beginnt immer am letzten Sonntag im März. Dabei werden die Uhren um 1 Stunde vorgestellt und dauert dann bis zum letzten Sonntag im Oktober, wo die Uhren 1 Stunde zurückgestellt werden. Dann gilt wieder die Winterzeit, die auch Normalzeit genannt wird. Seit wann gibt es die Zeitumstellung? So wie die Zeitumstellung in Deutschland zurzeit geregelt ist, existiert sie seit 1980. Doch vor diesem System gab es schon einige andere. Bis hin zu einer Hochsommerzeit war dort alles vertreten. Zuallererst wurde die Sommerzeit 1916 von Deutschland eingeführt und nur wenige Wochen später zogen die Briten und Iren nach. Zurückzuführen ist die Idee der Zeitumstellung auch auf den Ökonomen Benjamin Franklin, der einen Aufsatz zu dem Nutzen des Tageslichts verfasste. Welche Vorteile bringt die Zeitverschiebung? Die Zeitverschiebung wurde mit dem primären Ziel, Energie zu sparen, eingeführt. Dies soll erreicht werden, indem das Tageslicht besser genutzt wird. Besonders prägnant dafür ist die Bezeichnung Daylight Saving Time, wie die Zeitumstellung im Englischen genannt wird. In Deutschland wurde die Zeitumstellung auch, da man sich den angrenzenden Staaten anpassen wollte, eingeführt. Welche Länder stellen die Zeit um? Es werden nur in einigen Ländern die Uhren umgestellt. Dies ist die gesamte EU und Nordamerika. Aber auch Brasilien, Namibia und auch Teile von Australien stellen die Uhren um. Gibt es Kritik an der Zeitumstellung? Ja, die gibt es. Es wird abends zwar Energie gespart, aber morgens muss vermehrt geheizt werden, was den Energieverbrauch insgesamt sogar erhöhen kann. Auch Mediziner geben zu bedenken, dass sich der Körper nicht an den veränderten Rhythmus anpassen kann. Die Zeitumstellung löst auch organisatorische Probleme aus, wie zum Beispiel beim Fahrplan von Bus und Bahn. Thank you.